Und da starten wir in eine neue Map. Ist das der Hammer? Ich sage es euch, immer wieder geil. Solche Kamerafahrten über so eine geile Landschaft und so machen doch immer wieder Bock. Fast so drohnenflugsmäßig. Na, perfekt. Und wir landen hier das erste Mal. Was war an Ditte? Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Das war ja mal ein sensationeller Start. Plunsch ins Wasser gefallen. Und wo spawnen wir? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier gerade war. Aber es war cool. Wir gehen erstmal in eine Base. Alter, guck mal, die Wasserbüffel sind hier. Das ist ja nicht schlecht. Sollen wir gleich mal auf Wasserbüffel gehen? Aber wir haben noch gar nicht die richtigen Waffen dafür. Schauen wir mal eben in der Base, welche Munitionsarten wir mittlerweile freigespielt haben für die Pistole. Ich bin ja immer noch mit den Pistolen unterwegs. Und ich brauche ja nach wie vor noch ein paar Points, damit ich den dicken, fetten Ballermann auch nutzen kann. Und zwar mit der Durchschlagsmunition. Quietsch. So. Also, Pistolen. Der Herr Sundberg, da ist er doch. Und wir brauchen nicht mehr allzu viele Points. Und dann haben wir auch endlich die 100er Durchschlagsmunition. Mit immerhin 23 Aufpilzmunition. Im Moment rennen wir halt immer noch hier mit rum. Auch nicht so schlecht. Ein bisschen Muni nehmen wir noch mit. Wie sieht es sonst aus hier? Wir haben sonst die Wildcat Kaliber 44 Magnum. Munitionsmäßig sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Ja, geht. Auch da nehmen wir mit der immerhin 70er Durchschlagskraft nochmal einige mit. Pistolen, dann sind wir ja unterwegs hier mit der Fucoso. Die Fucoso, da haben wir ausreichend Munition noch dabei. Und wir haben noch die kleine, hier ist sie, kompatible Gegenstände hier mit dem Vogelschrot. 66 Schuss auch mit dabei, 49 von der anderen mit der dicken Aufpilzung. Alles klar, wir sind startklar. Los geht es. Allen. Die Tür ist zu. Und wir gehen auf Puma-Jagd. Ich tröte schon mal direkt los hier. Auf den Puma. Ist das denn die richtige Tröte überhaupt? Das ist Puma. Vorsichtig. Leise. Und im Idealfall. So. Ordentlich Deo drauf. Jetzt müssen wir lauschen, denn so ein Puma ist ja super sneaky unterwegs. Ich hoffe, wir kriegen ihn angelockt. Das wäre ja geil, ey. Tja, noch ist nichts zu sehen. Die Frage ist natürlich auch, wie weit war er weg? Dankeschön für die Meldung. Sehr nett. Irgendwo hier in dem Gebüsch höchstwahrscheinlich. Mega.
Mega gut. Kriegen wir ihn über die freie Fläche gelockt? Da hinten ist er. Alter, Stufe 7, sehr schwer. 120 Meter. Krass. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Lässt sich gar nicht beirren. 120 Meter, soll ich es probieren auf die Range? Ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Ei, 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 der haut mir sonst ab. Der haut mir sonst ab. Ich glaube, ich habe ihn erwischt zumindest. Hoffentlich war das ausreichend. Ich glaube, keine lebenswichtigen Organe getroffen. Ei, 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 ei. Zack. Und da liegt er aber auch schon. Also, ich gehe mal hin. Ich bin übelst gespannt auf die Range. So ungenau. Grob gezielt. Ich meine, wir hatten ja zuletzt noch die Challenge mit der Pistole Long Range. Auf lange Distanz. Wie ist der oder wie kriegt man da den geilsten Abschuss? Wie weit schafft man es mit der Pistole? Dann aber natürlich einen Treffer zu erzielen mit lebenswichtigen Organen. Also nicht irgendwo in der Haxen schießen und dann hoffen, dass er dann nach einer Stunde verblutet. Die Challenge läuft, glaube ich, immer noch im Discord. Link zum Discord unten im Video, wenn ihr da Bock habt, mit anderen wilden Wilderern hier rumzurennen. Nur zu. Ja, mal gucken, was wir als nächstes für eine Challenge machen, ne? Guck mal, er hier. Oh, oh, oh. Schönes Ding. Richtig schön. Stufe 6, bis zu einer Tonne schwer. Oh. Das wird aber nix, ey, oder? Nee, nee, nicht auf die Distanz. Nicht mit den Ballermännern. Der ist Stufe 9. Ich meine, wenn der jetzt hier hinkommt, können wir den doch to go einfach mitnehmen, oder? Vielleicht kommt er hin. Vielleicht rennt er uns jetzt quasi gerade entgegen. Ich sneak da einfach mal hin. Und wenn ich ihn aus der Position gleich mit dem Herrn Sundberg ordentlich schön eins vor die Brust baller, könnte das doch was geben. Also, sneaken wir da mal ran. Wie reagiert er? Wo ist er überhaupt? Ist er überhaupt noch da? Ist er schon abgehauen? Da. Da, der kommt. 60 Meter. Alter. Sundberg, komm ran hier. Da ist er. Den kriegen wir von vorne. Sollen wir direkt zwei Schuss machen? Oder einfach in die Flanke? Vielleicht bleibt er jetzt stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh ne, jetzt läuft er. Okay. Oh, auf uns zu. Auf uns zu. Wow. Andale, andale, andale. Mach mal einen auf entspannt hier. Okay, das war nicht so schlecht. Oh, das hat aber lang gedauert. Krass. Okay, das war natürlich sehr, sehr praktisch, dass er einfach auf uns zugekommen ist und uns vorher nicht gesehen hat. Ah. Alter, Herz, ja, knapp dran vorbei. Doch, hätte ich noch weiter drüber. Ah, ich wollte aber safe irgendwie. Aber immerhin auch die Lunge mitgenommen. Gut erwischt. Und eine Goldwertung, Alter. Wasserbüffel, Goldwertung. Alles richtig gemacht. Ja,
satt im Gold drin und auch stattlich, Alter. Der Toro. Krasses Gerät, ey. Mega geil. Hammer, schön. Boah, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber man kommt doch, gut, dafür ist der Herr Sundberg hier, Alter. Hat halt einfach Wumms, oder? Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir aber mal nach dem Puma. Und da vorne liegt er. Da ist er doch, der Puma. Gut versteckt. Silberwertung. Weil keine lebenswichtigen Organe getroffen. Das wäre einfach eine satte Goldwertung gewesen. Schade, ey. Goldpuma, theoretisch, aber versaut und ja, auf die Range 143 Meter durchdickicht in den Allerwertesten nur noch getroffen. Ich finde es beim Puma tatsächlich nicht ganz so wild, muss ich ja gestehen. Weil Puma, ich finde, die sehen halt irgendwie immer gleich aus, oder? Ob das jetzt ein Level 1er ist oder ein Level 7er. Die sehen halt immer irgendwie aus wie so eine Katze, Alter. Ich meine, aber so, wo ist das Special? Dass der irgendwie eine besondere Färbung hat oder eine besondere Gesichtszeichnung oder so, sieht man ja nicht. Oder? Naja, mitgenommen, getroffen, ordentlich Kohle, was sagen die Skill Points für den Ballermann? 146 Skillpoints für den Ballermann. Das ist richtig gut. Pistolenpunkte, das sind sie. Nur 22. Okay, da müssen wir noch einiges mehr wegballern, damit wir endlich die 5000, was waren das, 5400 Points voll haben. Okay, wir gucken mal. Richtung Norden sollten wir gut gehen können. Richtung Norden, da... Zack, her kommt der Wind. Also ab geht es. Na, das ist ein Ding. Direkt der nächste Wasserbüffel. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja an einem richtig geilen Gewässer gerade. Direkt in der Nähe, aber ringsherum. Halt, doch. Da. Rothirsch nervös. Die waren bestimmt verschreckt von der ganzen Ballerei gerade. Aber auch auf Max Range. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich denke, es wird kritisch, da hinzukommen. Denn wenn ich da jetzt rumlaufe, kommt der Wind ja immer noch von Norden und ich renne rum. Das heißt, der Wind bläst den quasi dann direkt meinem Mief entgegen. Vielleicht kriegen wir hier auf etwas größere Range dann doch nochmal. Guck mal da. Das ist doch schon mal ganz ordentlich hier. Rothirsch. Stufe 4. Ja, das wäre natürlich jetzt nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, auf die Range, da schießen wir gar nicht erst drauf. Oh, da haben wir die nächsten. 250 Meter. Ich pirsch mich mal weiter ran. Und da ist sogar noch ein Stufe 6er bei. Ei. Ei, die ganze Gang. Soll ich das versuchen von hier aus? 230 Meter? 240 Meter? Ich wüsste gar nicht wie, ey. Wenn? Auch mit dem Sundberg? Sundberg. Wenn wir sagen, das hier sind 120. Das sind 120. Ich probiere es. Oder? Ich komme nicht näher ran gezoomt, ne? Das sind 120, ungefähr die Hälfte. Der ist auf 240. Und der atmet so doll hier, ey. Alter.
Der war getroffen. Das sah auch gar nicht so schlecht aus. Das ist der, guck mal. Da steht er und er lahmt. Ich habe ihn wirklich mies getroffen. Und die sind einfach wieder schon zurückgerannt nach so kurzer Zeit. Das ist ja abgefahren. Und da steht er nun, der Arme. Soll ich hier zwischen die Bäume nochmal versuchen? Komm, zweiter Versuch. Jetzt auf 150 Meter muss doch klappen. Hoppala. So, nochmal. 150 Meter. Und da rennt die ganze Gang weg, Alter. Abgefahren. Ich gehe noch mal hin. Ich gehe jetzt noch mal hin. Aber auch leise. Vielleicht bekomme ich dann doch noch mal irgendwie was von den Kleinen mit. Ich meine, zweimal jetzt schon geschossen. Die müssten schon übelst verschreckt sein, ob die überhaupt wiederkommen. Trinkgebiet ist es allerdings immer noch. Warnruf Maultierhirsch. Auch nicht schlecht. Wir haben hier noch viel zu tun. Ich muss allerdings erstmal noch zu der nächstbesten Base hier und mich richtig ausrüsten. Ich habe mächtig Bock auch auf diese Map, gerade wegen der Hirsche. Und ich denke, das ist hier ein ganz gutes Ding, ein ganz guter Mischmasch eben auch gerade für die Pistolen. Dass wir eben von den kleineren Tieren bis zu den ganz großen hier alles abdecken können. Wäre nicht so verkehrt. Da vorne liegt er. Und da laufen aber auch schon wieder die Weibchen rum. Guck mal hier. Nervös. Klar. Guck mal dahinter, dahinter. Da sind noch welche. Der Wind ist da ist noch eins. Der Wind ist übelst unpraktisch gerade. Die chillen jetzt hier gerade und trinken. Ganz, ganz unpraktischer Wind. Ich würde natürlich am liebsten von hier oben runter. Aber das wird so überhaupt nichts wegen dem Wind. Ich versuche jetzt mal hier unten rum. Und vielleicht kann ich dann von da hinten aus über diesen Kamm hier gucken. Also ich lasse den auch erstmal noch liegen hier. So eine kleine Kurve und dann so hoch. Das wäre natürlich richtig gut, dass ich da vielleicht noch mehr als nur eins kriege. Das wäre halt mega praktisch. Alles für die Skill Points. Da stehen sie rum, ey. Na, ich laufe mal ein bisschen. Ei. Guck mal, die sind ganz nervös schon. Ei, wie sie hier gucken. Eins ist schon ganz ausgerastet direkt. Ja, ich bin noch schon unsichtbar wieder. Ich bin noch schon wieder verschwunden. Na. Wachsam. Jetzt sind sie gerade auf umherziehend. Das will ich ja gar nicht. Die sollen weiter trinken. Oh, kommen die jetzt hier näher? Die Location hier ist schon mal nicht schlecht. Schön viel Dickicht. Und vom Wind her passt es auch. Aber ich glaube, die hauen schon ab. Ja, die hauen ab. Oh, Schritte überall. Schritte überall. Close. Links, hier vorne direkt vor mir. Oh mein Gott! Der mir direkt über den Haufen. Next! Alter! Die machen mich tot, ey.
Lecko, Fanny. Heieieiei, dass da hinter mir noch welche waren. Uff. Okay, wir heben erstmal auf. Tja, das ist halt das Gute hier an den Rothirschen. Rabams. Direkt mitgenommen. Es sind halt, die sind halt schon auch ein bisschen belämmert. Und gar nicht mal so scheu, ne? Gerade die ganzen Weibchen. Ratzfatz erledigt. Abgefahren. Und die kommt tatsächlich wieder zurück schon. 50 Meter. Na, wo wollen sie hin? Guck mal da, die ganze Gang. Abgefahren. Wild. Immer wieder gut, solche Herden. Kann man immer mal wieder ganz gut machen. Gerade wenn man ein bisschen skillen will und nicht unbedingt nur auf Enten aus ist oder sowas. Da ist das doch gar nicht verkehrt. Was haben wir denn hier für einen? Ui. Boah. Na, das ist doch nicht so schlecht. Ah, guck mal, der erste ging tatsächlich in die Schulter auf 238 Meter. Ein bisschen zu hoch geaimt auf die Range. Abgefahren. Ja, und der zweite hat dann richtig gesessen. Lungenflügel. Rabams. Ei, ei, ei. Abgefahren. Trotz allem noch eine Silberwertung dafür bekommen. Ja, für Gold hätte es auch nicht gereicht. Schönes Ding. Mächtiges Geweih. Krass. Der Rothirsch. Nice. Und wir kommen hier in die nächste Area. Hier müssen sie doch liegen. Hier war, genau, da ist schon der nächste Anschuss. Da vorne liegt schon eins, aber da muss noch ein bisschen mehr liegen. Da sollte noch ein bisschen mehr liegen. Einen nicht tödlichen Treffer haben wir hier. Wobei die dann bestimmt auch noch ausbluten. Heißt also bloß keine lebenswichtigen Organe getroffen. Das Hinterteil getroffen. Und die Lungenflügel, okay. Da waren dann zwei Schuss drauf. Ja, und immerhin für so ein Tier dann auch 54 Skillpunkte. 54 Erfahrungspunkte. Auf dem Ballermann ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt müssen wir natürlich echt ein bisschen suchen, wo die Spuren lang gegangen sind. Ich glaube, die ganze Herde ist hier so hoch oder hier so links hoch. Das heißt, irgendwo da werden bestimmt auch noch die Blutspuren sein. Und hier oben gehen sie weiter. Zwei Blutspuren habe ich noch gefunden. Und da unten liegt auch schon eins der Tiere. Ei, ei, ei. Einmal hochgekraxelt. Können wir von hier oben noch irgendwas sehen? Ich meine, der Wind ist halt übelst unpraktisch in der Richtung. Trägt halt unseren Mief genau dahin, wo wir müssen. Uncool. Heißt aber auch gleichzeitig, wir drehen natürlich gleich wieder um. Und verfolgen. Ich glaube, da hinten liegt noch eins. Ja. Okay, da haben wir sie doch beide. Keine Wertung. Schlecht getroffen. Verdient keine Wertung. Und das zweite höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich eine Wertung. Nee, weil natürlich auch da schlecht getroffen. Sonst wäre es ja auch nicht so weit gekommen. Sonst würden die auch nicht so weit weglaufen können, ne? Im Idealfall Schuss, Treffer, liegt.
Spätestens nach 3 Sekunden. Okay. Ja, markiert haben wir es immer noch. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter in Richtung des anderen Gewässers. Das passt auch vom Wind deutlich besser. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt auf dem Weg, wo jetzt so viel Ballerei war, überhaupt noch was sehen. Na, das sieht doch mal krass aus. Auch einfach eine sehr, sehr, sehr coole Area hier. Super schick gemacht. Da unten, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt durch, ey. Na, es sah doch sehr, sehr steil aus da unten drunter. Von daher gucken wir mal, ob wir nicht einfach hier drüber gehen. Auf der anderen Seite wieder runter. Zack. Und dann sind wir doch auch am Ziel. Bevor wir uns jetzt hier unten drunter her durchkraxeln müssen. Denn da war es tatsächlich ziemlich steil. Ei, ei, ei. Abgefahrene Area hier auch. Ja, genau hier unten dieser Bereich. Die Felsen, bevor wir da dann nicht hochkommen. Und dann doch wieder hier außen rumrennen müssen. Nehmen wir doch hier die Brücke. Krass. Und man kann auch noch durchgucken. Na, ist das was für dich? Schön über so eine Brücke, die einfach nur so aus so Drahtseilen besteht. Und man kann auch noch unten durchgucken. Mega. Ja, wir sind drüben angekommen. Einmal drüber und haben jetzt hier natürlich wieder ein richtig geiles Gewässer vor uns. Coole Area. Und hier hoffe ich natürlich auf Pumas, vielleicht sogar Wasserbüffel und im Idealfall noch ein paar Rothirsche. Wäre nicht so schlecht. Und beim wäre nicht so schlecht brunftet schon der Rothirsch männlich. Alter, jetzt aber vorsichtig ranpirschen. Nicht so laut. Ich habe das Lockmittel für den Rothirsch nicht dabei. Ja, und damit kommen wir hier in die Area, die, glaube ich, schon bekannt ist für ihre Rothirsche. Die von gerade eben, die sind tatsächlich weitergelaufen. Die waren ziemlich weit weg. Die habe ich so nicht bekommen. Gerade auch von hier oben und mit den Pistolen. Leider zu tricky. Aber das hier ist die Area mit dem verbrannten Wald. Und hier sollen ja auch immer wieder riesengroße Herden Rothirsche rumrennen. Das wäre doch der Hammer, wenn wir hier, ja, unsere Rothirsche, vielleicht irgendwie sogar ein paar Diamonds, sogar Gold und Diamonds schießen können. Aber wie gesagt, dafür muss ich mich in jedem Fall erstmal richtig ausrüsten. Und das machen wir dann in einem separaten Teil, oder? Einmal schön auf Rothirsch gehen. Ich glaube, das passt ganz gut, ey. Ja, wir haben immerhin hier die nächste Base entdeckt. Ich höre da, glaube ich, gerade schon wieder was röhren. Wenn mich nicht alles täuscht. In der Richtung. Alter. Das wird aber krass hier. Weidmannsheil, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Einen Daumen da lassen fürs Video und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.